Hey meine neugierigen Freunde, was war das nicht für eine Sensation, als am 19. Oktober 2017 Oumuamua entdeckt wurde. Das erste interstellare Objekt, das je in unserem Sonnensystem beobachtet wurde. So viel ist sicher. Es kommt definitiv aus den Tiefen des Weltalls, in jedem Fall aus einem anderen Sternensystem, womöglich sogar aus einer anderen Galaxie. Denn seine Bahngeschwindigkeit ist sehr hoch und fast senkrecht zu den Orbits unserer Planeten. Doch was genau ist dieses mysteriöse Objekt? Das fragen sich Astronomen aus aller Welt, denn es hat einige seltsame Eigenschaften, die vermuten lassen, dass es nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern womöglich ein Objekt einer außerirdischen Zivilisation sein könnte. Das können wir nur dann endgültig beweisen, wenn wir das Objekt besuchen. Doch ist das überhaupt möglich? Schließlich ist Oumuamua bereits am 14. Oktober 2017, also 5 Tage vor seiner Entdeckung, an der Erde vorbeigeflogen und bewegt sich seitdem mit einer Geschwindigkeit von 90.000 km pro Stunde von uns weg. Selbst das schnellste jemals von Menschenhand gebaute Raumfahrzeug, nämlich die Sonde Voyager 1, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von nur 58.000 km pro Stunde und könnte Oumuamua somit nicht einholen. Doch es gibt tatsächlich einen Weg, wie wir dieses mysteriöse Objekt aus einer fremden Welt noch einholen können. Und es existieren bereits Pläne für eine derartige Mission. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du dich für das Weltall interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran! Oumuamua beflügelt seit jeher die Fantasien der Menschen. Denn es verhält sich in seiner Flugbahn nicht so, wie sich Objekte unter dem gravitativen Einfluss der Himmelskörper unseres Sonnensystems normalerweise verhalten würden. Es zeigt Abweichungen in seiner Bahn. Dies lässt darauf schließen, dass eine weitere Kraft auf das Objekt einwirken muss. Vielleicht eine Art Antrieb? Oder doch nur eine Ausgasung in Sonnennähe, wie sie bei einem Komet stattfinden würde? Doch solch eine Ausgasung konnten die Astronomen bei Oumuamua nicht beobachten. Eine weit verbreitete Theorie ist die, dass es sich bei Oumuamua um ein Sonnensegel, also ein künstlich erschaffenes Objekt einer außerirdischen Zivilisation handeln könnte. Nichtsdestotrotz helfen all diese Spekulationen nichts. Denn rein mit Teleskopen können wir niemals 100%ig beweisen, was das Objekt wirklich ist. Dafür ist es einfach zu weit weg. Bereits beim Vorbeiflug an der Erde, als es so nah war wie nie zuvor, betrug die Entfernung bereits 24 Millionen Kilometer. Das ist etwa ein Sechstel der Distanz der Erde zur Sonne. Und das bei einem Objekt, das eine Länge von gerade einmal 400 Metern besitzt. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, um was es sich bei Oumuamua handelt, ist hinzufliegen und es von nächster Nähe zu untersuchen. Hierfür gibt es bereits ein Projekt namens LIRA von der Initiative für Interstellare Studien, I4IS, um das Objekt noch einzuholen. Wenn wir diese eine Möglichkeit verstreichen lassen, mit der wir das Weltall jenseits unseres Sonnensystems erforschen könnten, dann kommt sie vielleicht nie wieder. Oumuamua ist einzigartig, sagt der deutsche Raumfahrtingenieur Andreas Hein. Den nötigen Schwung, um unseren ersten interstellaren Besucher einzuholen, soll LIRA durch ein Fly-by-Manöver um den Planeten Jupiter gewinnen und so seine massive Anziehungskraft für eine Geschwindigkeitserhöhung nutzen. Anschließend fliegt die Sonde in einem Abstand von 4 Millionen Kilometern an der Sonne vorbei und nutzt erneut deren Anziehungskraft. Zeitgleich werden dann ihre Feststofftriebwerke gezündet, und zwar am sonnennächsten Punkt, wenn die Geschwindigkeit der Sonde am höchsten ist. Durch ein solches Oberth-Manöver erhält man besonders viel Geschwindigkeitszuwachs. Am ehesten kann man es mit einer Schaukel vergleichen. Schwingt man am tiefsten und damit schnellsten Punkt seine Füße, so gelangt man besonders hoch. Mit dieser Flugbahn könnte die Sonde einen Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber Oumuamua von 108.000 km pro Stunde erreichen.
Die Vorbereitungen für diese Mission benötigen laut Andreas Hein mindestens 5 bis 10 Jahre. Somit wäre ein Start im Jahr 2033 sinnvoll, wenn Sonne und Jupiter für die geplanten Flugmanöver genau richtig stünden. 19 Jahre später, im Jahr 2052, hätte die Sonde Oumuamua schließlich eingeholt. Doch wie kann das Objekt anschließend untersucht werden? Schließlich rast die Sonde mit einer enormen Überschussgeschwindigkeit daran vorbei und ein Abbremsmanöver würde riesige Mengen an Treibstoff benötigen oder exotische Technologien, die noch nicht existieren. Die Forscher überlegen daher, Oumuamua während des Anflugs mit einem Projektil zu beschießen und die dadurch entstehende Staubwolke aus Materie zu durchfliegen, um dabei wertvolle Messdaten zu sammeln. Eine weitere Hürde besteht darin, dass so weit draußen im Weltall, nämlich 30 Milliarden Kilometer, kaum Licht existiert, um mit Solarzellen Energie zu erzeugen. Die Sonde müsste demnach letztendlich mit Nuklearbatterien ausgestattet werden. Auch die Kommunikation und die Datenübertragung mit der Erde wird nicht leicht werden. Jedoch freue ich mich sehr, dass dieses Projekt ins Leben gerufen wurde. Es fehlt allerdings noch an der Finanzierung. Ich hoffe sehr, dass die nötigen Geldmittel aufgetrieben werden und wir das miterleben dürfen. Und vielleicht finden wir 2052 dann etwas, das die Welt verändern sollte. Ich danke euch fürs Zuhören. Was meint ihr? Was ist Oumuamua für ein Objekt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.